Hallo und herzlich willkommen zu Green Hell. Und ja, da sind wir wieder am Aufzug und ja, ich würde sagen, ab geht's. Oh Gott, oh wie das. Vielleicht hätte ich doch alles andere erst zuerst erkunden sollen. Aber eigentlich müssen wir da wieder hoch. Oh Gott. Okay, wir sind sicher angekommen. Und auch hier wieder. Kein Speicherpunkt. Verdammt. Ich speichere hier. Leute, es tut mir leid, aber ich baue hier was hin. Weil wir wissen nicht, was uns da erwartet. Wir wissen es einfach überhaupt nicht. Okay, was ist los mit mir? Das hatten wir. Das hatten wir. Das hatten wir. Das hatten wir. Da. Lambda 2, was immer das auch sein mag, ist auf dem Hügel. Ich brauche Kletterausrüstung, das hatten wir auch. Ein verlassener Jeep, mitten im Dschungel. Sie haben alles zurückgelassen. Funkgerät, Treibstoff, Vorräte. Was ist hier passiert? Naja, es ist umgestürzt. Über den Aufzug erzählt er jetzt lustigerweise nichts. Okay, vielleicht kommt's noch. Gut. Oh, tötet Parasiten. Ah, wäre schön, wenn wir die Frucht finden würden. Dreck. Ja, der Wurm. Okay. Also. Axt rausholen. Ich bin gerade am Überlegen. Was hat denn der schon wieder? Jetzt sag mir nicht, dass er noch einen Wurm hat. Das ist geheilt. Das ist auch geheilt. Ja, Egel. Wir brauchen ja nur hier die kurzen Stöcke und die langen Stöcke. So, die langen Stöcke müssten wir jetzt genug haben. Wir bauen schnell einen Hüttenunterstand. Und dann, ist auch alles gut. Ne? Nein, das war nicht hier. Fertige Häuser waren. Ich bin halt auch. Weil schlafen müssen wir auch nochmal. Wir müssen das essen. Wir müssen viel. So. Genau, die haben wir hier. Weil ehrlich gesagt ist mir das auch alles viel zu tricky. Ja, der hat Hunger. Das sind diese Parasiten. Okay, wir müssen ein bisschen runter in den Dschungel, wir müssen was essen. Oh, fuck. Und vor allem trinken. Oh Mann. Verdammt. Ich will doch nur speichern. Wir schaffen das. Ich glaube, rohes Fleisch würde das alles. Da hinten ist irgendwas. Ich habe das schon gesehen, da war irgendwie ein Dorf. Ja, was ist aber, wenn da keine netten Menschen sind? Wisst ihr, was ich meine? Verdammt. Ist hier noch irgendwo? Ich sehe das schon. Eins noch. Ist hier nicht irgendwo noch eins rumgeflogen? Ich muss jetzt da runter. Ich muss mir was zu essen holen, sonst sterbe ich. Das heißt, selbst wenn ich sterbe, sterbe ich. Wisst ihr, was ich meine? Ah. Hier ist aber auch nichts auf dem Weg. Nichts zu essen auf dem Weg, ne? Nichts. Moment, ich glaube, ich kann diese Pflanze essen.
glaube, die konnte ich bedenkenlos essen. Die konnte ich, glaube ich, ohne Lebensmittel vergessen. Ja. Ja, gut, aber das ist nichts, was die gibt. Okay. Die Pilze, die Pilze, die Pilze brauche ich. Dann geht die Lebensmittelvergiftung weg. Die Maden geben zwar minus geistige Gesundheit, aber die geben Proteine. Hauptsächlich braucht er, glaube ich, Wasser. Okay. Sieht hier ja nicht gefährlich aus. Oh Mann. Das habe ich nie mal gespeichert. Mia, you're not gonna believe this. Looks like I found an illegal gold mine. The jungle is full of surprises. Anything of interest there? I'll let you know. Was zu trinken und essen wäre nicht schlecht. Pilze. Das sind die mit der geistigen Gesundheit. Sehr schön. Weil jetzt geht sie wieder runter. Oh Mann. Aber nicht mal Wasser, ne? Nicht mal Wasser. Da hinten sind die Pilze mit Energie, die brauche ich auch. Weil die ist auch hin. Ja, hüpfen kann er auch nicht mehr. Also ich bin sehr gut. Also so mit Essen und so stehe ich richtig gut da. Richtig gut. Oh Mann. Frösche? Okay. Wo Frösche sind, müsste eigentlich auch Wasser sein. Wo ist das Wasser? Ha? Hier scheint ja nichts zu sein. Aber ich hoffe mal, dass hier wenigstens ein Speicherpunkt ist. Ja, da hängt ein Kalender. So, wir speichern schnell. Oh Gott. Leere Dosen, nein. Dose, ja. Oh, Notiz. Die lesen wir gleich. Ich gucke nur, ob hier irgendwo noch Saft rumliegt. Notiz, Goldbeutel. Warum nicht? Okay, drei Notizen. Die lesen wir uns gleich durch. Aber wie gesagt, ich will erstmal versuchen, hier vielleicht was zu trinken zu finden. Irgendwie Saft oder Dosenkäse. Okay. Tasche, Dosentunfisch. Das sieht schlecht aus. Erste Hilfekasten. Noch mehr Schmerzmittel. Ach, das gibt geistige Gesundheit. Okay. Und nichts davon gibt Wasser. Scheiße. Okay. Gibt es hier auch irgendwo... Wie gesagt, die Notizen, die lesen wir uns später durch. Ich brauche ein Bett. Scheiße. Komm, 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 komm. Nicht umkippen. Wir legen uns hier hin. Wir legen uns hier hin. Alles gut. Leg dich schlafen. Ah, Mann. Ich lasse ihn jetzt aber nicht bis zum Ende schlafen. Eins haben wir noch nicht gesehen. Eine leere Dose. Na, geht nicht hoch, okay. Okay. Also... Wir sind durch. Orangensaft, sehr schön. Genau das, was ich gebraucht habe. Snack. Leere Dose. Trockenfleisch.
Ja gut, Essen haben wir jetzt genug, aber an Trinken haben sie nicht so gut gedacht. Ja, gibt ordentlich Proteine. Okay. Die kann ich nur so essen. Gut, das will ich nicht. So, mit. Hey, nein, so war das nicht. Ich wollte dich eigentlich so hin tun und so. Und so. Okay. Ansonsten haben wir noch Matratzen. Ich würde sagen, da machen wir ein Nickerchen drauf. Gut. Okay. Aber kein Oral, also nicht nochmal was zu trinken. Das ist halt echt schade. Weil das meiste, was mir fehlt, ist halt eben trinken. Ich muss mal gucken, ob wir hier Palmbäume finden. Da sind welche, da hinten. Ja, wir wollten noch lesen, ich weiß. Wir werden das auch noch tun. Ich muss jetzt nur halt erstmal was zu trinken finden. Ansonsten... Schon wieder Käfige. Okay, wir reden mal nebenbei. On a lighter note, I did find a pouch of gold. Really? That's what you're doing now? Looting? If only we had internet access, I would have been able to put it up for sale. And what would you do with all those millions? Come on, you always wanted to buy a yacht. What do you say? I mean, I wouldn't mind. Looks like someone was attempting, blood transfusion here. There's a lot of it. On the chair and the floor. I doubt any of the patients actually survived. Why would they do that? I wish I knew. Or, on second thought, maybe I don't. Wie geil! Ey, ohne Scheiß, ich hätte nicht gedacht, dass wir das hier finden. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir das so beim Flugzeugabsturz finden oder so. Wie geil! Lambda 2, wir kommen. Dann werden wir noch nicht über die Brücke gehen. Okay. Rafael Bueno. Nichts gefunden, nichts bekommen. Krank, keine Bezahlung. Krank, keine Bezahlung, krank. Also irgendwas hat hier die Leute krank gemacht. Wir haben endlich eine neue Pumpe, leistet 60 Eimer pro Kopf. Das Team hat in 3 Tagen 150 Gramm gefunden, einen Haufen Gold. Ach. Wieso kann ich das Funkgerät nicht aufheben? Hier ist Tango. Ich habe den Stamm getroffen und bin jetzt beim Kreis. Es ist im Blut. Kinder, die Kinder sind der Schlüssel. Habt ihr verstanden? Störung. Weil die Kinder geimpft werden. Das heißt, die sind alle vergiftet worden von den Fröschen, die hier rumlaufen. Und wir wahrscheinlich auch. Also, haltet euch von den Kindern fern. Nein, von dem Blut. Arnold, großer Kerl, alt, Pferdeschwanz, Rotschopf, oh wei. Frauen, 4... Okay. Ah, sonst kann ich nichts mitnehmen? Oh, da ist noch. Naja. Ja, okay. Das sind, glaube ich, keine wichtigen Sachen. Okay, wir speichern nochmal und gehen nochmal nach hinten hier. Weil... Da war anscheinend noch mal was. Und das wollen wir natürlich sehen, weil hier geht's auch noch irgendwo lang.
Das schadet zwar unserer geistigen Gesundheit, aber... Ja, gut, wir brauchen sowieso erstmal Wasser. Ich würde auch sagen, Tabak nehmen wir auf jeden Fall mit. Und wenn wir Verbände sehen, müssen wir auch mal wieder Verbände mitnehmen. Wäre auch wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. War's das schon? Nee. Oh Mann. Nee, das ist ein Schweinchen. Okay, das ist... die Früchte haben wir auch gebraucht. Die sind, geben mir, glaube ich, Wasser. Ja. Moment. Ich esse erstmal nur eins. Die Frage mit dem Wurfhaken ist, kann ich das jetzt nur für eins benutzen oder kann ich das jetzt jedes Mal benutzen? Das ist die Frage aller Fragen. Ah, wir haben ja gespeichert. Also falls wir irgendwas finden, wo wir hoch können. Oh nein. Oh nein. Das ist ein Massengrab. Is it? Ja. Oh, fuck. Zwei Wachen wechseln sich regelmäßig ab. Pistolen und Maschinenpistolen. Alte Vorhängeschlösser. Etwa 20 Personen in den Käfigen. Sophia und Theresita sind zusammen, aber ich kann nicht zu ihnen. Das Schloss lässt sich nicht öffnen. Planänderung. Sie bringen die Leute irgendwo hin. Isabel sagt, sie führen Experimente an ihnen durch. Beweise, medizinische Ausrüstung, Anwesenheit von Indios. Im Lager sind Kranke, potenzielle Epidemie, Fluchtchance. Die Kranken werden überwacht, beweist, dass sie an ihnen experimentieren. Der Gestank von verbrannten Körpern hängt in der Luft. Angeregte Unterhaltungen. Holen sie sich irgendwen aus unserer Gruppe? Bereiten sie Experimente vor? Fluchtversuch fehlgeschlagen. Zugeschwollenes Auge erschwert die Einschätzung der Lage. Aber wir haben keine Zeit. Sie haben mir irgendwas gespritzt. Ich muss mich übergeben. Isabel meint, es war eine Bluttransfusion. Sie hat Fieber. Sie haben uns zusammen in einen Käfig gesteckt. Ich weiß nicht, was mit meinen Mädchen ist. Ich muss Theresita finden. Isabel geht es immer schlechter. Die Wache im blauen T-Shirt hat den Schlüssel. Oh Mann. Oh Mann. Das ist... Oh. Okay, hier ist nichts mehr. Scheiße. Wie kann ich nichts machen? Vielleicht später. So. Wieso ist das jetzt umgestürzt? Ah, nee, ist es nicht. Wasser, Wasser, Wasser überall. Aber wir haben nichts zu trinken. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Die haben an einem Gegenmittel die ganze Zeit anscheinend gearbeitet. Für das Zeug, das die Leute krank gemacht hat. Damit die hier schön alles, ne? Schrecklich, aber ja. So ist das. Es ist auf jeden Fall nichts Erfundenes. Sowas passiert leider. Oh Mann.
einfach Früchte. Wird es dunkel? Ja. Das heißt, wir übernachten hier noch einmal. Und würden dann im Morgengrau wieder nach Hause. Weil hier scheint tatsächlich nichts mehr zu sein. Man kann halt hier noch im Kreis laufen. Oh, achso. I just found a charred corpse. I get more and more worried about you. I need you here, please. I don't know how much longer I can take it. Mia, I'm doing my best. Just give me some more time, okay? Just a bit longer. Meint sie, die experimentieren an ihr? Oder sie ist vielleicht krank? Vielleicht ist sie ja krank. Und wir finden jetzt hier nebenbei raus, wie man sie heilen kann. Ach, ich weiß es nicht. Oh, aber dass die Leute dann in Käfigen gehalten wurden. Ich dachte erst, die haben mit irgendwelchen Tieren experimentiert. Naja. Gut. Hätten sie wenigstens an sich selber experimentiert. Wisst ihr, was ich meine? Aber sich Gefangene zu nehmen und die dann, naja. Im Frühtau zu Berge, wir ziehen voller. Wir haben ja noch ein paar Dosen und es geht uns ja jetzt gut. Wir haben jetzt auch hier was zu trinken durch die Früchte. Ja, das disgusting. Ist... Ja. Ach, stell dich nicht so an. Ist was da ist. So. Schade. Okay. Ja, ich habe jetzt die Kokosnüsse irgendwo da oben hingeschmissen, aber egal. Wir gehen jetzt hier weg. Weil wir haben jetzt hier eigentlich alles gesehen. Oder? Ja. Schade, dass ich weder das Radio noch das Funkgerät mitnehmen kann. Ich weiß nicht, ob wir... Es regnet die ganze Zeit. Und wir brauchen was zu trinken. Ich glaube, wir sollten vielleicht doch... nochmal nach den Kokosnussschalen schauen. Bevor wir komplett... Weil die hatten ja in der Nähe vom Friedhof abgeworfen. Er war ja hier. Oh Mann. So, hier müssten wir... War auch schlau, die einfach mitten in den Wald zu werfen. Aber das bin ich. Schlau kann ich. Okay. Ich werde ihn nie wiederfinden. Oh, aber Pilze. Oh. Ja, so direkt neben dem Friedhof würde ich jetzt eigentlich keine Pilze sammeln, aber gut. Das ist so traurig. Gut, nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch... hier wollte ich dran. Ich speichere. Und dann ziehen wir weiter. Weil ich werde auf jeden Fall nochmal eine Folge hier dran setzen. Und aufnehmen.
Von daher können wir das ruhig tun. Ich weiß nicht, wer das schreit. Ich habe hier alles abgesucht. Da war kein einziger von den Typen. Wieso schreien die jetzt? Wie schreien die? Wo schreien die? Egal. So. Ja, das Häuschen da vorne brauche ich jetzt auch nicht zu... Wisst ihr, was ich meine? Hier war ja nicht mal irgendwas Gefährliches. Also, um nichts Sorgen gemacht. Und wir haben jetzt den Wurfhaken. Ich würde tatsächlich erstmal sagen, wir gehen nach Lambda. Lambda? Lambda? Weil da uns die Questverfolgung hinführt. Jetzt bin ich schon wieder... Wie, du stürzt ab. Ganz ehrlich sagen, ich habe Angst vor Aufzügen. Ich hasse es, Aufzüge zu fahren. Ehrlich. Also schon krass, wie lange so der Generator durchhält. Wahnsinn, Respekt. Oh Gott sei Dank, muss man das nochmal bestätigen. Da haben sie an so Idioten wie mich gedacht. Ganz schön viele. Naja, war ja auch minus 4. Pro Egel kriegst du 1 minus. Also, so ein bisschen. Wir hatten bis jetzt noch kein einziges Mal was mit denen zu tun. Vielleicht sind sie ja jetzt freundlich. Wo ist der? Okay, ich entferne mich auf jeden Fall von ihm. Das war der Plan. Okay, Verbände brauchen wir auch wieder. Hatte ich gesagt. Stehe ich auch dazu. Herstellen. So. Herstellen. So. Dann stellen wir auch gleich ein paar Tabakverbände her. Dann haben wir nämlich alles. Und dann machen wir uns mal auf den Weg, um die Brücke zu suchen. Hä? So. Hä, ich habe eine Dose mitgenommen. Ehrlich? Das war so nicht geplant. Aber ich glaube, aus denen könnte man dann auch trinken, oder? Nee. Nee. Raus mit dir. Nee. Hä, ich habe doch nur 5 Pfeile. Wieso habe ich... So. Wir lagern die mal um. Okay. Das... Echt? Das passt nicht hier rein? Oh, hier haben wir ja noch eine Leere. Ach stimmt, das kommt ja vom Essen. Wir essen... Ja. Herr, schenke mir Hirn. So. Meint ihr, wir werden die das Gold brauchen, um die Ureinwohner da zu bezahlen? Oh Mann. Okay. Ich gehe mal hier den matschigen Weg entlang. Ich glaube, so bin ich damals auch dahin gekommen. Das war so ein kleines Tal, wo das lang ging. Ja, genau. Sowas meinte ich.
Genau. So. Da musste ich aber auch ein bisschen aufpassen. Es ist halt, wieso ist das unsicher? Das sieht doch super, super aus, oder? Was sagt ihr? Wieso ist das unsicher? Ich verstehe es nicht. Gut, aber wir haben genug Pilze. Wir nehmen uns auch ein bisschen Wasser mit. Wahnsinn, der hat hier zwei solcher Pilze gegessen und seitdem läuft bei dem. So. Ich hau einfach mal jetzt rein. Die Dosen lassen wir mal für ganz schlechte Zeiten. Ja, die Pilze sind noch einen Tag gut. Wehe, du vergiftest dich jetzt. Okay. Okay, Wasser ist voll, Proteine bräuchten wir. Aber gut. Das ist jetzt nicht. So, Moment. War das nicht so, dass ich hier auf diesem, auf so einem Ding gelaufen bin und dann, da dann irgendwo der Aufstieg kam? Ja, ja, Schlange. Mach mal einen Bogen drum. Oh, ich weiß auf jeden Fall, in einer der Herausforderungen musste ich irgendwo da dieses Lagerfeuer basteln, bauen. Genau, genau, genau. Wir sind ja hier schon mal sehr gut, sehr richtig. Ich glaube, ich nehme schon mal einfach welche mit. Für die Brücke. Aber wir wollten doch eigentlich zu Lambda. Aber wenn wir sowieso schon mal hier sind. Wisst ihr, was ich meine? Dann können wir ja auch überladen hinlaufen. Warte. Ich glaube, wir konnten 5 Stück davon mitnehmen. Ich bin gerade am Belegen. Ich glaube, ich schmeiß ein paar Stöcke weg. Weil die wiegen ja auch was. Und die finde ich eigentlich überall. Wenn ich so zwei Stöcke reichen ja aus. Und kleine Stöcke reichen auch 5 Stück aus. Weil, seien wir mal ehrlich, ich bin so überladen. Das ist nicht mehr feierlich. So. Kann die Schlange eigentlich nicht diese Mäuse essen und mich in Ruhe lassen? Ich kann nur 3 Stück tragen, ja, gut. Wusste ich natürlich. So. Dann musste ich nämlich hier irgendwo hoch. Fuck, wo? Wo? Oh nee, ich stand direkt auf der Spinne drauf. Oh, Herz mich fuckt. Funky im Verband war ja, ne? Hä, das sieht doch so hier hinten so rot aus. Okay, das sieht da hinten immer rot aus. Oh Mann. Fuck. Ja, ja, ehrlich jetzt, ehrlich jetzt. Gut. Fick dich. Scheiß Spinne. Uah. Ja, das ist, weil ich voll in Gedanken war, wo hier der Aufstieg ist. War der vielleicht hier? Wieso ist das ein neuer Ort? Ist da eine Höhle? Was? Hey Mia, I think I found a crashed plane. Really? How big is it? Oh my God! Any corpses inside? Nope, don't tell me. Is there a flight number? 815?
How long ago did it crash? Do you have any idea what happened to it? Es wurde abgeschossen. Jake. Hang on. What? Sorry. I was just taking it all in. It looks like it was rather small. Just a few seats, but pretty new. Doesn't seem like it's been here long. But yeah, this wasn't an accident. He was shot down. Shit. I don't want to repeat myself, but please be careful. Whoever did it must have already scavenged everything that they could. Krass. Ich weiß nicht, ob die Einschusslöcher vorher schon da waren. Habe ich Fett gebraucht? Naja, gut, meistens brauche ich Proteine. Obsidian ist mir halt zu gefährlich, es einfach irgendwo liegen zu lassen. Schade, der hat keinen Kalender. Schön wäre es gewesen. Okay, das heißt, ich war auf der komplett falschen Fährte, weil da lang geht's dann. Achso, ich kann noch weiterreden. The plane. The plane. The first thing that I saw after the accident was a plane. Is someone searching for me? Maybe I should light a big fire. Yeah, I don't think so. You know well enough, you're on your own. I wasn't imagining things, I think. It was flying low, as if searching for something. Or it might have just taken off. I don't know what you saw, but it would be wonderful if you found an airstrip. We could just fly away. Yeah, that would be awesome. So, where would you want to go? Europe. I'd go back to Spain. You? Yeah, I miss Europe so much. Echo de menos a mi familia. I know, Mia. You'll see him soon, okay? Over and out. Okay. Wir werden hier übernachten. Ich bin gerade komplett baff. Ich glaube, letztes Mal hat es nämlich keine Einschusslöcher. So, die Sachen bewahre ich mal auf. Und wir müssen rein und ein bisschen schlafen, damit das auch das Fieber weggeht. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.